Hallo ihr Lieben, heute ist der Feigenbaum im keltischen Baumhoroskop dran und dieser steht unter dem Begriff die Empfindsamkeit. Er gilt für die Geburtsdaten vom 14. bis 23. Juni und vom 12. bis 21. Dezember. Der Feigenbaum liebt die Wärme, die Sonne und so lieben es auch die Feigenbaumgeborenen. Feigenbaummenschen leben ein sehr wechselhaftes Leben, sind sehr eigenwillig, aber starke Persönlichkeiten, was bei vielen nicht gut ankommt. Damit kann der Feigenbaum schlecht klarkommen. Feigenbaumgeborene werden somit leider sehr oft falsch eingeschätzt. Denn sie gehören zu den gefühlsvollen und emotionalen Menschen und verbergen ihr Inneres aus Angst, um sich zu schützen. Sie haben genügend Humor und stehen trotz aller Widrigkeiten mit beiden Beinen fest im Leben, um ihre Ziele zu erreichen. Im Allgemeinen sind sie schöpferisch und kreativ als Künstler tätig. In jungen Jahren brauchen sie viel Nestwärme, wodurch sie sich im späteren Alter seelisch gut entfalten und wachsen können. Haben sie erst einmal ihre Mitte gefunden, können sie konventionell und innovativ denken und handeln. Das Vertrauen des Feigenbaumenschen ist schwer zu erlangen. Hat man es aber einmal geschafft, lernt man ihn auf freundschaftlicher und partnerschaftlicher Ebene kennen. Positive Eigenschaften sind ihr Gespür für Stimmungen, Veränderungen und Hilfsbereitschaft. Sie können Großes schaffen, wenn Intuition und Inspiration passen. Negative Eigenschaften ihres Charakters sind Leistungsfähigkeit und Selbstmitleid. Es gibt überhaupt keinen Grund für ihre trübsinnigen Gedanken. In der Liebe wachsen Feigenbaumgeborenen zu Alleskönnern heran, aber nur dann, wenn sie den richtigen Partner gefunden haben. So zeigt sich der Feigenbaumgeborene. Und demnächst geht es weiter mit der Birke. Bis dahin, alles Liebe, eure Deria.